Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren neuen Zwei-Tages-Botschaften für heute und für morgen. Das Video ist wie immer zeitunabhängig, dann wann du schaust, dann wird es für dich auch ja, Informationen, Details, Impulse, Hinweise, irgendetwas bereithalten, was dich vielleicht inspirieren, animieren, motivieren lässt, irgendetwas zu lassen oder auch zu machen. Ne? Heute sind die Krafttierkarten, wir werden gleich ein Krafttier ziehen, ihr wisst, nimmt das Krafttier gerne als Begleiter für die ganze Woche, als Schlagwort, als Tier. Und dann habt ihr immer so eine kleine Brücke, so eine Assoziation auch zur Tagesbotschaft. Und natürlich werden wir drei Karten aus dem Lennemore-Kartendeck ziehen und ergänzend eine Energiekarte. Ne? Wir runden alle schön ab. Ich würde sagen, wir starten auch mal direkt. Ne? Keine Zeit verlieren, deswegen auch ihr Lieben, denkt an den Daumen nach oben. Ihr wisst, ich freue mich mega darüber. Vielen Dank dafür. So, jetzt sagen wir mal den Karten, dass wir was Gutes hören, lesen, sehen wollen, wie auch immer. Und ich vor allen Dingen deuten darf für euch. Ne? Aber ihr wisst ja, alles ist immer gut, weil wenn wir, ich sag mal, Warnungen bekommen, ist das ja auch sehr, sehr wertvoll. So, ich nehme mir heute diese Karte und diese Karte für uns. Was haben wir da Schönes? Da haben wir das Kind. Da haben wir die Sterne und das Herz. Wow! So, wie war das noch im Herbst mit der lieben Liebe? Im Oktober Liebe, Liebe und allgemein Liebe, Liebe? Neuanfang mit Wunscherfüllung in Sachen Liebe. Ja, eigentlich könnte ich das Orakel jetzt direkt aufhören. Nein, natürlich hier. Was ist, wie schön ist das? Wachstum. Kind ist auch Wachstum. Ne? Also bedeutet auch die Karte. Das Wachstum in der Wunscherfüllung, alles, was euch am Herzen liegt. Und natürlich der eine oder andere oder die eine oder andere wird jetzt sagen, nein, in der Liebe ist alles tutti oder ich will auch nicht mehr. Aber trotzdem haben wir ja ganz viele Herzenswünsche, wir haben Herzensthemen, wir haben ja, Projekte, wir haben Hobbys etc., Menschen, die uns am Herzen liegen. Ne? Und da ist jetzt auf jeden Fall so das Signal, da wird alles wirklich schön. Es wächst und es wird stärker, es wird verfestigt. Es wird in Erfüllung gehen mit der Wunscherfüllung. Ihr wisst, die Sternenkarte, die Spiritualitätskarte natürlich auch, ne? Die Klarheitskarte auch. Und ja, alles in allem eine mega tolle Karte. Und ja, wie gesagt, alles, was euch am Herzen liegt, geht jetzt zum einen in Neuanfang. Vielleicht eine andere möchte das auch gerne, oder die eine andere. Oder in Wachstum. Oder man hat wirklich so, ich sag mal, manchmal macht man ja auch kleine neue Schritte in der Liebe, ne? Auch in seiner Selbstliebe auch. Da ist auch ganz nicht wünschig, sondern wichtig hinzuschauen, das anzunehmen, auch sich mal zu hören, ne? Sein Inneres zu hören und auf jeden Fall da halt auch den Weg zu gehen, was einem am Herzen liegt, was, ja, wo man wirklich auch Klarheit bekommen möchte, dass man diesen Wunsch, dieses Ziel, diesen Traum auch endlich erfüllen kann. Ja, mit den Karten definitiv. Jetzt schaue ich mal, was wir für andere Karten haben, weil hier brauche ich jetzt nicht mehr so lange, um heißen Brei zu reden. Das ist hier alles eindeutig. Eindeutig, nicht zweideutig, sondern eindeutig wunderschön. So, dann gucken wir jetzt mal, was wir für ein Krafttier hier dazu ziehen und natürlich auch Energiekarte. So, dann nehme ich uns heute mal. Die Karte schaut hier so raus, die will zu uns. Dann nehmen wir sie auch, oder? Schön, dass ihr mir jetzt keine Widerworte geben könnt und sagen könnt, nö, die will ich nicht. Okay, so. Dann nehmen wir uns jetzt hier. Dann nehme ich mal hier die. Die schaut auch so raus. Wir haben zwei so Karten gehabt, die so für mich, für euch wahrscheinlich nicht. Und jeder schaut hier auch mal anders und hat eine andere Wahrnehmung, was ja auch toll ist. Und auch einen anderen Blickwinkel, anderen Fokus. Das ist auch immer so schön, dass wir Menschen nicht alle da auch diesbezüglich gleich sind. Wir haben unsere Präferenzen und der eine achtet da auf die, keine Ahnung, auf den Krummel, der andere achtet auf den Igel, ne? Ich sehe jetzt hier zwar keinen Krummel, aber gut, der andere hier auf die Pilze und, ne? Und das ist auch toll so, weil so haben wir ganz viel Gewinn auch, wenn jeder eine andere Perspektive auch mal einnimmt, ne? Und auch eine andere Sichtweise. Und wenn man das alles zusammenbringt, ist das ist auch dann natürlich für ein Team immer ganz, ganz wichtig, ne? Diese ganzen Sachen. Jetzt schweife ich hier meine Trainings ab. Okay, ihr wisst. Oder ihr sagt mir jetzt, Mensch, mach weiter, es ist früh. So, welches Krafttier haben wir denn hier super schön ergänzend? Die Regeneration, die Eidechse. Wow. Fallen mir schon wieder ganz viele Sachen ein.
Wir haben hier die 19, auch der Turm, ne? Turm, Trennung, Isolation, Ende nehmen, Regeneration, endlich raus hier, ne? Aus dem, was, wo man vielleicht festgesteckt hat, ne? Wo man vielleicht wirklich sich so viel vorgenommen hat, aber nicht mehr konnte, weil man auch einfach in Anführungsstrichen platt war, müde vom Leben, müde von der Situation, müde von der Arbeit. Das darf jetzt alles gehen. Jetzt geht es darum, Regeneration heißt auch ausruhen. Das heißt, es kommt mir sofort auch, sich neu erfinden, sich auf sich neu einlassen, Ruhe bewahren, vielleicht auch manche Sachen zu durchdenken. Ne? Aber alles sachte halt auch. Und wie schön ist das mit dem Neuanfang, mit der Wunscherfüllung in allen Herzangelegenheiten und natürlich auch in der lieben Liebe. Ne? Und vor allen Dingen mit der 19, mit dem Turm, dass man sagen kann, das Alte lasse ich hinter mir, davon trenne ich mich. Jetzt werde ich wieder fit, jetzt bin ich wieder stark, jetzt bin ich wieder motiviert, jetzt bin ich wieder optimistisch. Ne? Jetzt gehe ich meinen Weg, weil ich hier die Ebene dafür auch für mich jetzt baue und auch mich darauf einlasse vor allen Dingen. Ne? Das ist ja auch immer dieses Thema, auch sich darauf einzulassen, annehmen. Sage ich euch immer wieder, annehmen ist sowas Großes. Wisst ihr, ihr habt jetzt wirklich die allerbesten Karten. Dann mit dem Turm auch nochmal den Hinweis. Etwas, was euch vielleicht blockiert für euren Neuanfang, für euer Wachstum. Davon sich auf jeden Fall lösen. Und Regeneration heißt auch wirklich alles mit Bedacht und Sachte. Und wenn wir regenerieren, es ist ein Zustand auch, wo wir wirklich auch nochmal, ich sag mal, Zeit haben, auch mal Gedanken schweifen zu lassen. Ne, wieder einen sehr guten Zustand wieder annehmen für uns, dass wir Glück spüren können, dass wir glücklich sind. Ne? Wenn wir nur Stress, Hektik etc. haben und immer nur im Hamsterrad laufen oder immer nur Dinge tun, um anderen zu gefallen oder andere und einfach nur Sachen erledigen, weil es der Alltag mit sich bringt. Klar, den Alltag kann ich euch nicht nehmen. Aber wie schön ist es, hier darauf zu achten, dass es jetzt auch um dich geht. Dass gewisse Sachen einfach weggehören und dein Wachstum, der Neuanfang zählt. Und das mit der Wunscherfüllung, das, wo du es dir von Herzen her wünscht, ob es beim Herzmenschen ist, ob es im Job ist, ob es ein Umzug ist, was auch immer, mega schön. Schauen wir uns die Energiekarte natürlich noch dazu an. Da haben wir den Wandel. Oh, wow. Boah, wir haben wieder Megakarten, oder? Wandel. Ich verstehe, dass sich ohne Bewegung nichts entwickeln oder wachsen kann. Und wie oft habe ich gerade bei dem Kind von Wachstum gesprochen? Ja. Also, mir fehlen schon fast die Worte, weil Neuanfang, Wachstum, Altes hinter sich lassen, zur Ruhe kommen, Neustart, Wunscherfüllung leben, in der lieben Liebe, mit jemandem. Mit Herzmenschen, mit Freunden, Bekannten, Familie, mit endlich einem Job, mit einer Auswanderung, mit einem Umzug, Wandel. Wandel ist halt wirklich etwas, ich sage euch immer, die größte Konstante in unserem Leben ist die Veränderung. Und wenn wir nicht mitgehen, bleiben wir stehen. Ne, das ist einfach so. Und es ist so wichtig, dass wir da mitgehen. Vor allen Dingen, wenn wir solche Hinweise bekommen, die ein oder der ein oder andere wird mit Sicherheit viele Pläne im Kopf haben. Und wenn es auch in Anführungsstrichen nur ein großer Plan ist, jetzt geht es darum, das endlich auch anzunehmen, jetzt wirklich zu machen. Die 19 auch, der Turm ist zwar auch Trennung, ist aber auch die Selbstständigkeit. Vielleicht möchte man hier was Neues starten. Vielleicht möchte man was ganz anderes nochmal ins Leben rufen, ein ganz anderes Projekt nochmal. Ja, wirklich für sich selbst realisieren, für sein eigenes Glück. Und Wandel, ich verstehe, dass sich ohne Bewegung nichts entwickeln oder wachsen kann. Und das sage ich euch immer wieder. Natürlich sollt ihr glauben, hoffen und ja, manche auch beten, die es gerne möchten. Ne? Aber tun und machen, das ist die Basis dafür. Wenn wir uns nicht verändern, wird sich im Außen nichts verändern. Wenn wir nicht in die Bewegung kommen, wer soll denn für uns in die Bewegung kommen? Es geht nicht. Aber wir haben hier so schöne Karten, also bitte jetzt. Mir kommt gerade auch jetzt oder nie, aber das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Aber ihr sollt diesen Pushy heute mitbekommen. Das würde ich mir total wünschen für euch, weil hier kann wirklich so viel losgelöst werden, ihr Lieben. Ich drücke euch ganz, 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 ganz feste. Freue mich, dass ihr da seid. Freue mich auch über den Daumen hoch. Freue mich über ein kostenloses Abo natürlich auch, über private Buchung.
Und noch mehr freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Orakel wiedersehen. Bis dann. Alles Liebe euch. Tschüss.